Schau mal bitte, wie schön diese Ringe sind. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu diesem Wochenvlog. Heute ist Montag und ich war schon im Gym. Ich habe auch einen kleinen Gym-Vlog gefilmt, aber für Instagram und für Shorts. Also, falls euch meine Gym-Journey interessiert, checkt auf jeden Fall mal mein Instagram ab oder die Shorts. Da halte ich das nämlich gerade alles ein bisschen fest. Ich dachte, ich mache mal wieder einen ganz klassischen Wochenvlog und nehme euch ein bisschen mit in meiner Woche. Und erzähl nebenbei so ein bisschen, was so abgeht zur Zeit. Go with the flow. Ich sitze hier gerade ultra cozy im Onesie, weil mir voll kalt ist. Ich habe heute Nacht richtig gut geschlafen. Ich hatte das Fenster die ganze Nacht offen und habe mich mit einer Wärmflasche eingekuschelt gehabt. Deswegen war mir nicht kalt, aber jetzt ist mir irgendwie voll kalt, so nach dem Sport. Und ich konnte nicht direkt duschen gehen und war dann erst zu Hause duschen und sowas. Und dann war mir irgendwie sehr kalt. Und jetzt steht gerade Homeoffice an. It's just a work day, guys. Heute wird, glaube ich, nicht so spannend. Ich bin heute Abend nochmal unterwegs, aber auch beruflich. Aber es stehen noch ein paar coole Sachen diese Woche an. Let me check my calendar. Ja, doch, die Woche wird richtig gut. Seid gespannt, Leute. Ich will gar nicht rumheulen. Aber ich habe heute so mega schlechte Laune. Und vorhin war noch alles okay. Aber irgendwie fühle ich mich gerade so uninspiriert und gefangen. Und ich glaube, ich brauche was Neues in meinem Leben. Und ich habe so keinen Bock, nachher noch rauszugehen. Das Ding ist, ich würde schon gerne mitgehen. Einfach um diese Erfahrung gemacht zu haben und das mitzunehmen. Aber ich habe so keinen Bock, mich fertig zu machen und rauszugehen. Und keine Ahnung, wie lange ich dann da bin. Ja, irgendwie ist heute nicht so mein Tag. Aber das wird bestimmt noch besser. Also im Laufe der Woche wird es noch besser. Ich weiß nicht, ob es heute noch besser wird. Ich bin ehrlich. Ich mache jetzt auf jeden Fall eine ganz kurze Pause und schreibe was in mein Bullet Journal rein. Ich habe nämlich vergessen gehabt. Ich führe ja jetzt eine Liste mit meinen Therapiestunden und schreibe jede Woche rein, was das Thema war. Und das habe ich einfach... Habe ich doch nicht vergessen. Ich war mir so sicher, dass ich es vergessen habe. Aber anscheinend habe ich es doch schon eingetragen. Dann brauche ich ja doch nichts machen. Good morning, guys. Es ist Dienstag. Ich war schon wieder im Gym. Bin heute 6 Kilometer gelaufen in 45 Minuten. Ich bin echt stolz auf mich. Es ist jetzt so von der Geschwindigkeit nicht die beste Zeit, aber ich bin einfach stolz, dass ich 45 Minuten gelaufen bin und auch, dass ich 6 Kilometer geschafft habe. Well, whatever. Mir ging es gestern nicht so gut und es ist gestern Abend noch komplett gecrashed. Also ich weiß auch nicht, irgendwie war ich gestern so im Spiralen und ich habe so viel Gedanken mir gemacht, so viel Sorgen mir gemacht. Mich gefühlt, als hätte ich keinen Platz auf dieser Welt und kein Zugehörigkeitsgefühl. Gefühl und alles ist falsch und sometimes it do be like this. Und ja, deswegen war ich gestern Abend auch dann sehr, sehr, sehr erschöpft und ja, habe mir aber trotzdem irgendwie noch einen schönen Abend gemacht und habe gelesen. Jetzt geht es mir deutlich besser. Also Sport macht mich natürlich glücklich. Also das it is what it is, Leute. Sorry to say it, aber Sport hilft der mentalen Gesundheit sehr. Ansonsten steht heute noch Homeoffice an und heute Abend geht es zur Therapie. Übrigens, Leute, ich habe den Schmuck schon in meinem letzten Video gezeigt, aber ich muss ihn einfach nochmal erwähnen. Schaut mal bitte, wie schön diese Ringe sind. Und diese Ohrringe. Und diese Ketten. Ich liebe diesen Schmuck so sehr, wirklich. Er ist so schön. Und ich habe mir gerade eine neue Lippe
Lip-Kombi gekauft. Ich war nämlich kurz nach dem Gym noch im Rossmann und habe Haushaltsstuff gekauft, aber halt auch eben diese Lip-Kombi. Das ist genau so eine Farbe, die ich haben wollte. Ich bin richtig happy. Und zwar, falls es jetzt hier irgendwen interessiert, habe ich einmal von Catrice diesen Plumbing Lip Liner gekauft. Wie eine richtige Beauty-Influencerin hier. In der Farbe 060 Cheers to Life und auch von Catrice den Plump It Up Lip Booster in der Farbe 050 Good Vibration. Und es ist richtig geil, weil es ist halt beides Plumming, es ist so richtig Menthol Overload gerade auf meiner Lippe, aber ich finde es so geil. Ich liebe auch diesen Geruch. Es riecht ein bisschen nach Nagelstudio. Diese Nagelstudios, wo man Acrylnägel bekommt. Ich liebe es. Bin happy und habe nicht viel Geld ausgegeben. Das ist das Wichtigste. So, meine Lieben, und jetzt geht's back to work. Es ist 21.10 Uhr und ich liege komplett fertig gemacht im Bett. Traum! Leute, ich kann nicht die Einzige sein, die so eine Granny geworden ist. Es ist mit Sicherheit das Arbeiten, was mich dazu bringt, so eine Granny zu sein. Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch Leute, die arbeiten, die nicht so eine Granny sind. Ich habe mein Make-up heute nicht ganz abbekommen. Clean Girl Aesthetic. Naja, auf jeden Fall war ich heute bei der Therapie. Ich habe heute so einen ganz komischen Tag. Ich habe heute so eine ganz komische Stimmung und ich kann die nicht richtig beschreiben. Es ist so eine Fick alle. Absolut hohes Selbstbewusstsein. Vielleicht bin ich einfach nur manisch. Aber so gute Laune, obwohl ich abgefuckt bin, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Das Beste, womit ich es beschreiben kann, ist meine Spotify-Playlist. Die habe ich nämlich damals erstellt. Da war ich, glaube ich, in einem ähnlichen Zustand wie jetzt. Und sie heißt Welcome to Madness, wo es anfängt mit Snow von den Red Hot Chili Peppers. Weitergeht mit der Symphonie Nummer 4 in A Major. Dann kommt 069 von Haftbefehl. Und dann kommt letzter Song von Crow. Und ich finde, diese vier Songs hintereinander, die beschreiben perfekt, wie es mir heute geht. Wer das versteht, der versteht das. Wer nicht, der nicht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Auf jeden Fall war ich bei der Therapie. Es lief gut. Mein Leben ist gerade sehr im Umbruch. Alles fühlt sich irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin mit mir selber ein bisschen unzufrieden. Ich bin aber auch so ein bisschen unzufrieden mit meiner Gesamtsituation. So ist das manchmal im Leben, ne? Es geht ja immer weiter. Es geht ja immer weiter nach vorne. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt nichts Schöneres vorstellen, als mich mit diesem Brecher an Buch jetzt hier hinzuchillen und in meine Fantasy-Welt abzutauchen. Und es ist richtig absurd. Ich war gestern und heute im Gym und ich habe so Bock, morgen auch zu gehen. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, morgen nicht zu gehen, dann Donnerstag zu gehen. Aber ich habe so Bock einfach. Gehe ich dann jetzt morgen oder nicht? Dann muss ich eigentlich auch früher schlafen wieder. Was meinst du, Mr. X? Soll ich morgen zum Gym gehen? Wieso erwarte ich gerade legit, dass er mit mir redet? Ich bin ein bisschen gaga heute. Oder wie ich auch immer so schön sage, ich bin Wauwau. Ah, es ist ein gutes Wauwau. Ich fühle mich prächtig. Leute, ich muss es sagen, ich fühle mich wirklich prächtig. Okay, ich sollte jetzt einfach die Kamera weglegen. Guten Morgen, meine Lieben. Wie ihr seht, bin ich schon in meinem Sportset. Und wir haben 6.52 Uhr, denn ich gehe gleich ins Gym. Yippie. Heute ist Donnerstag. Ich habe gestern nicht gefilmt, denn ich hatte gestern richtig Kopfschmerzen und es war richtig schlimm und keine Ahnung, ich habe auch immer noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, wie viel ich heute beim Sport schaffen werde, aber ist mir egal, ich werde trotzdem hingehen. Ja, auf jeden Fall hatte ich Kopfschmerzen und ich hatte gestern Abend auch ein richtig schönes Gespräch mit meinem Papa. Ich habe richtig lang mit dem telefoniert und das tat sehr gut. Und da habe ich dann einfach mal nicht dran gedacht, dass ich Sachen filmen will, was totally fair ist. Ich habe mit ihm auch über sehr viele Sachen geredet, die mich halt gerade belasten. Ich glaube, das war bisher das beste Gespräch, was ich seit Dezember hatte, weil seit Dezember belastet mich etwas. That was great. Heute geht's nach dem Gym direkt ins Büro, deswegen schminke ich mich auch schon und so, weil ich dann halt nicht nochmal nach Hause komme. Ich wünschte, ich könnte einfach jeden Tag nach dem Gym wieder nach Hause, aber ja, eigentlich wollte ich gestern Abend auch ein Video filmen noch. Also ein ganzes Main-Channel-Video. Ich habe nur einen Channel, aber ihr wisst, was ich meine. Und das habe ich halt auch alles nicht geschafft. Ein Reel wollte ich auch aufnehmen, habe ich auch nicht geschafft. Aber that's okay, that's life. Sometimes you have to readjust. Weil wenn es einem nicht gut geht, geht es einem nicht gut. Punkt, aus, Ende. Egal, ob es Kopfschmerzen sind, ob es mental ist. Wenn es dir nicht gut geht, geht es dir nicht gut und du brauchst Pause. Ja gut, Leute, ich mache mich jetzt zu Ende fertig. Ich gucke nebenbei gerade einen Februar-Reset-Vlog. By the way, falls ihr meine Reset-Vlogs noch nicht gesehen habt, schaut sie euch gerne an. Ich mache jeden Monat auch einen Reset-Vlog. Und ich liebe die Videos. Ich glaube, das ist meine Lieblingsart von Video, weil ich liebe einfach so Resets und alles neu aufsetzen für den Monat. Und ich zeige da auch immer mein Bullet-Journal für den Monat und was so meine Highlights aus dem letzten Monat waren. Schaut euch das gerne an, falls euch das interessiert. Und jetzt mache ich mich fertig. Musik.
Ich habe heute Abend sturmfrei und ich war erst sad drum, weil irgendwie will ich gerade nicht alleine sein. Und dann dachte ich mir, bitch no, du machst jetzt einen geilen Abend. Du kochst dir was Geiles, du machst dir einen geilen Abend, du machst dir eine schöne Zeit, du hörst schöne Musik. Ich habe gerade einfach ultra die Hyperfixation auf Reezy, wieder mal. Deswegen höre ich nur Reezy gerade. Und genau das mache ich gerade. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich nicht traurig. Ich koche mir gerade ein geiles Curry. Ich habe es voll für mich entdeckt, dass ich im Curry Ingwer mit reinmache, weil es halt einfach A, ultra healthy ist und B, schmeckt. Und da sind noch grüne Bohnen drin, Kichererbsen und ein paar Linsen, die man gerade nicht sieht, weil die noch quillen müssen. Und ich freue mich ultra drauf. Mein Arbeitstag heute war auch richtig gut. Heute haben wir Dönerstag gemacht. I'm feeling very good. Und ich habe auch das Gefühl, dass vieles davon wegen dem Sport ist, weil ich einfach mich so viel ausgeglichener fühle, so viel glücklicher fühle, so viel selbstbewusster fühle. Ich kann es nur empfehlen, Leute. Ich kann nur empfehlen, Sport zu machen, wirklich. It is what it is. Okay, ich höre jetzt weiter Musik und koche jetzt weiter und ja. Bye! Boah, Leute. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich hab's geschafft, ein Video zu drehen, zwei Reels zu drehen. Und jetzt mache ich mich bettfertig, weil ich bin komplett durch für heute. Das Problem ist, wenn ich in so einem Flow bin, ja, also ich liebe Content produzieren. Und wenn ich dann im Flow bin, dann bin ich so aufgedreht und so hyped. Ich komme gerade gar nicht runter. Ich könnte die ganze Zeit noch laut Musik hören und tanzen und was auch immer. Aber ich habe morgen um 12 Uhr einen Sportkurs und da würde ich schon ganz gerne fit für sein, you know. Und ich habe auch Bock zu lesen. Leute, Leute, ich bin bald durch, ja. Ich habe diesen Brecher hier. Ich glaube, ich habe den Ende Januar angefangen. Ich habe jetzt schon recht lange dafür gebraucht, auf jeden Fall über eine Woche. Und Leute, vergleicht euch bitte da nicht mit mir. Für mich ist halt einfach ein Buch eine Woche zu lesen. Das ist schon lang, aber ja, weil ich lese halt auch so 50 Seiten pro Tag einfach. Aber trotzdem, es ist halt einfach ein fucking dickes Buch. Bald habe ich es. Und es ist ein gutes Buch. Es ist wirklich ein gutes Buch. Ich lese das wirklich sehr, sehr gerne. Und deswegen mache ich mich jetzt Bettchen fertig und dann wird sich hier eingemümmelt. Der Moment, wenn man sich die Füße eingecremt hat und einem auffällt, dass man nochmal aufstehen muss. Wow! Ich hätte legit nie gedacht, dass durch früh aufstehen und Sport machen ich mehr Energie habe. Aber ich bin ja so unausgelastet. Ich komme ja gar nicht runter heute. Da hilft wirklich nur eins, Leute. Und zwar mein Schlafi-Tee. Dann, ich habe was ganz Neues entdeckt. Und zwar ist das ein Akitar-inspired Sleep Music Video. Und das baller ich jetzt an und ich lege mich jetzt hier hin und dann geht es jetzt hier weiter und dann sollte ich eigentlich langsam müde werden. Und wenn es das immer noch nicht tut, wenn ich dann immer noch zu viel Energie habe, dann kommen die Schlaftropfen ins Spiel. Aber erst dann. Also, let's go! Hallo Mimi. Und tschüss Millie. Ich bin gerade wach geworden und ich habe gerade erst realisiert, dass meine Tagesplanung so gar nicht aufgeht. Beziehungsweise ich in 2 Stunden los muss und dann halt bis nachts weg. Und ich hasse es. Ihr wisst, ich bin so ein Homebody. Ich liebe es, zu Hause zu sein. In 2 Stunden bin ich einfach weg und komme nicht wieder, Bobby. Doch, ich komme wieder, aber erst um 0 oder so. Halleluja. Denn die Planung für heute sieht folgendermaßen aus. Um 12 Uhr habe ich einen Kurs im Pole Studio. Dann habe ich um 15.45 Uhr wieder einen Kurs im Pole Studio und bleibe einfach die Zeit dort und chill da und lese. Danach geht es direkt zu einer kleinen Feier. Chinese New Year wird gefeiert und ich freue mich drauf. Aber dieser Gedanke einfach, so lange da sein zu müssen und dann so lange nach Hause zu brauchen, der nervt ein bisschen. Okay, Leute, ich mache mich gerade fertig, ja. Bisher bin ich ganz gut in der Zeit. Ich muss in einer Viertelstunde los. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, ich glaube, es wird jetzt gleich doch wieder ein bisschen knapp hier mit dem Losgehen. Es ist aber auch immer so nervig, weil ich zum Pole Dance immer nur einen Bus nehmen kann. Und der kommt alle 20 Minuten anscheinend nur heute. Und das würde bedeuten, dass ich entweder halt 18 Minuten zu früh da bin oder 2 Minuten zu spät, aber ich will nicht 1 Minute zu spät sein, deswegen werde ich 18 Minuten zu früh sein. Ich habe auf jeden Fall richtig gute Laune heute wieder. Ich liebe mein Leben gerade. Ich weiß, dass es nicht immer so ist, aber ich genieße es, wenn es so ist. Ich habe vergessen, mich abzupudern, ich dumme Hure. Naja, das mache ich gleich. Ich
bin gerade einfach happy mit meinem Leben, wie es halt aufgebaut ist, wie ich meinen Tag verbringe. Ich habe Spaß und Freude an meinen Aktivitäten und so weiter und so fort. Hallo Bobby. Ist schon einfach nice gerade. Ich mache mich jetzt fertig. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Ich habe es überlebt, den ganzen Tag unterwegs zu sein. Ich bin auch echt happy. Es war ein cooler Tag. Es war wirklich ein sehr cooler Tag. Ah, aber ich bin fertig. Wir haben Chinese New Year gefeiert und wir hatten so viele vegane Dumplings. Es war so lecker. Oh mein Gott. Und diese Babykatze. Oh, ich hätte sie am liebsten mitgenommen. Die war so süß. Meine Katzen machen gerade Randale. Bobby! Okay, wilder Jump. Ja gut, Leute, ich bin raus für heute. Morgen wird ein Stay-at-Home-Tag. Ich freue mich drauf. Oh mein Gott. Bis morgen, Leute. Das ist einfach der perfekte Samstagmorgen gerade für mich. Ich bleibe den ganzen Tag zu Hause. Es regnet. Die Vögel zwitschern. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. Und werde erstmal anfangen, ein bisschen zu lesen. Es ist übrigens 8.30 Uhr. Ich bin seit 8 Uhr wach, obwohl ich bis fast 2:30 wach war. Und ich habe keinen Wecker gestellt. Hallöchen. Ich war gerade duschen und ich habe jetzt ein Problem, so wie jedes Wochenende. Ich kriege mich nicht motiviert, anzufangen, an meinen Videos zu schneiden. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Ich kriege mich nicht motiviert und dann, wenn ich anfange, dann ist es so Fluss, es macht Spaß, ich bin voll schnell fertig. Aber dieses Initial, ich setze mich jetzt da dran, ist einfach jedes Mal schwierig. Aber wenn man immer und immer wieder an eine Hürde gerät und die immer und immer wieder meistert und immer wieder das Schwierige dann dennoch macht, dann wächst das Selbstvertrauen, die Disziplin. Und deswegen weiß ich auch, dass ich das heute noch machen werde und das auch noch schaffen werde, weil mein Selbstvertrauen einfach so groß ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich es ja so oft schon gemacht habe, weil ich so oft schon an dieser Hürde war und diese Hürde schon so oft gemeistert habe, dass ich einfach weiß, dass ich es hinbekomme. Auf jeden Fall bin ich gerade hier noch am Chillen und ich habe mir auch vorgenommen, heute mal ein Buch zu Ende zu lesen, ja? Denn das sind nur noch 50 Seiten. Das ist absolut doable heute und ich habe Bock, zum nächsten Buch zu gehen, weil ich jetzt schon sehr lange an diesem Buch sitze. Und ja, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt erst lesen soll oder mich wirklich einfach erst... Ich kann ja einfach sagen, okay, ich mache nur einen Schritt erstmal mit dem Video. Ich lade erstmal einfach nur die Dateien rüber und so. Ich glaube, das ist eine gute Idee. That's a very good idea. Und ja, ich habe heute auch einfach nichts vor. Ich habe jetzt schon gestaubsaugt heute. Ich habe noch Essensreste im Kühlschrank, also ich muss nicht mal kochen. Mein Buch und mein Laptop erwarten mich heute und sonst gar nichts. Ah nee, doch, stimmt gar nicht. Um 19 Uhr habe ich ein Date, um Game of Thrones zu schauen. Aber bis 19 Uhr haben wir noch Zeit. Wir haben nämlich, 13.14 Uhr. Okay, meine Pläne für heute wurden irgendwie ein bisschen über Bord geworfen, beziehungsweise ich habe mein Buch zu Ende gelesen und ich habe das nächste Buch angefangen, und zwar Daisy Hates. Ich habe jetzt aber irgendwie erst 10 Seiten oder so gelesen, weil ich noch nicht so ganz reingekommen bin. Ich glaube, das ist aber auch normal, wenn man so ein 750-Seiten-Buch liest, dass man das erstmal verdauen muss und erstmal da einen Haken hintermachen muss. Dann habe ich mit meiner Mitbewohnerin sehr lange jetzt YouTube geschaut und gegessen. Und deswegen habe ich mein Video noch nicht fertig geschnitten. Aber das mache ich später noch oder irgendwann. Ich werde es noch machen auf jeden Fall. Wir haben so zwei Videos geschaut und das Schöne ist, wir fangen dann so an zu philosophieren und wir freuen uns einfach so über Girlhood und einfach Frau zu sein und I don't know. Es gibt so viele schöne Themen, die es irgendwie ausmacht, eine Frau zu sein. Und so viele schöne Hobbys, die wir haben. Ob es jetzt Lesen ist oder Journalen ist oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend irgendwie gerade. Jetzt, wie vorhin schon erzählt, habe ich mein Game of Thrones Date. Auch darauf freue ich mich. Es ist wieder mal voll das schöne Wochenende. Ich habe wirklich einfach gerade eine schöne Zeit, muss ich sagen.
gerade fertig gemacht. Gleich geht's nämlich zum Valentinstag-Workshop im Poland-Studio. Ich muss mich mal hier kurz hinsetzen. Also, gleich geht's zum Valentinstag-Workshop im Poland-Studio. Und ich bin gerade schon am Überlegen, was ich anziehe. Es ist nämlich ein Strip-Workshop. Bin ich nervös? Ja. Habe ich Angst, dass Leute meine Geschlechtsteile sehen? Ja. Sollte ich davor Angst haben? Nein. Ist mir egal. Ich schalte diese Angst heute einfach ab und... Also, wir ziehen uns nicht ganz aus. So viel schon mal vorab. Ich habe heute einfach nur gechillt. Also, ich habe gelesen, ich habe einfach noch ein zweites Buch angefangen. Ich habe ja gestern Abend noch Daisy Hates angefangen und ich habe jetzt auf dem Kindle noch Twisted Love angefangen, weil immer wenn ich ein Buch lese, was ich auch annotiere, dann kann ich das nicht mitnehmen und unterwegs annotieren. Es geht einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt Twisted Love noch angefangen und ich bin schon 48 Seiten into it und ich weiß gar nicht, wo ich bei Daisy Hates bin. Ich glaube, ich bin auch ungefähr, obwohl es Seite 30 oder so. Und es ist ein bisschen schwierig, weil es sind sehr ähnliche Situationen in beiden Büchern. Also, die Hauptprotagonistin hat jeweils einen Bruder und einen Love Interest und irgendwie ist beides so ein bisschen morally gray. Aber ich bin intrigued. Und jetzt kann ich unterwegs auf dem Kindle lesen und muss nicht mein Buch mitnehmen, was ich annotiere. Ja, ansonsten habe ich einfach nur gechillt. Wir haben einen neuen Mitbewohner, mit dem haben wir gequatscht. Wir haben lustige Stories aus unserer Vergangenheit erzählt. Ich werde mich jetzt umziehen. I'm nervous. I'm actually fucking nervous. Und dann muss ich gleich losschauen. Hallöchen. Der Workshop war hot auf jeden Fall. Vielleicht kann ich euch hier einen kurzen Ausschnitt zeigen, wo ich noch nicht allzu nackt war. Der Rest ist nicht für euch gedacht. Ich muss hier gerade noch so ein bisschen meine Katzen bespielen. Millie fordert das immer sehr ein, dass man mit ihr spielt. Und dann wird auch gleich schon geschlafen, denn morgen fängt ja das ganze Spiel schon wieder von vorne an. Und es geht wieder ins Gym. Und Leute, wenn man eine neue Gewohnheit aufbaut, dann gibt es immer diesen anfänglichen Teil, wo man so viel Euphorie hat, dass man das anfängt, dass man automatisch Motivation hat. Ja, es hält immer so, sagen wir, 2 bis 4 Wochen, je nachdem. Und bei mir lässt es langsam nach. Und das heißt, ich komme jetzt in die Phase, wo es halt schwieriger ist, sich zu motivieren und hinzugehen. Das Wichtige ist, dass man es dann trotzdem tut. Deswegen werde ich morgen trotzdem um 6 Uhr aufstehen und zum Gym gehen. Ich weiß ja, dass ich mich dann gut fühlen werde. Ich weiß jetzt, dass ich keinen Bock habe, aber ich weiß morgen früh, beziehungsweise spätestens nach dem Training, dass ich mich dann gut fühlen werde. Ich mache mir jetzt noch einen Tee, dann hocke ich mich hier hin und lese noch ein bisschen.